Willkommen zurück zum allerletzten Part von The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Ich sag jetzt mal, vielleicht wird das der letzte Part sein, mal schauen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal zum Marco-Baum, da bekommen wir noch was. Und nachdem jetzt Link alle 8 Essenzen gesammelt hat, können wir endlich zum letzten Schloss eindringen. Achilles, du hast alle 8 Essenzen der Natur eingesammelt. Nun bist du ein wahrer Held, der die Essenzen der Natur versteht. In dir liegt die Hoffnung für alles Lebende. Nimm diesen Kern! Damit können wir diese Barriere durchbrechen, die uns bisher abgehalten hat. Der Riesenkern des Marco-Baums. Damit durchdringst du die Mächte des Bösen. Achi, bezwinge zuerst Onyx, den General der Finsternis, und rette Din, das Orakel der Jahreszeiten. Mit Dins Hilfe gelangst du vielleicht zu Trinrova. Viel Glück. Oh. Ein Held? Da haben wir diesen Terranigma-Ritter. Komm her, wenn du es wagst. Achilles, du bist also ihr Held. Ein solcher Held ist nichts im Vergleich zu meinen finsteren Mächten. Zelda, Achilles, entferne dich ein letztes Mal. Suche die Tempelruinen im Norden auf, die von der Finsternis umhüllt sind. Das ist Onyx Schloss. Bitte bringe Din sicher zurück. Du begreifst die Essenz der Jahreszeiten und Zeiten. Möge das Triforce dich beschützen. Ich werde alles geben, um das Land von den Mächten zu befreien. So, wir gehen jetzt hier hin, um den schnellsten Weg zu gehen. Oh, jetzt hier weg mit euch. Oh, ich muss ja nicht mehr zwingen gegen die kämpfen. Gehen wir jetzt mal hier hoch. Und jetzt hält Link stand. Beseitige die finsteren Mächte. Oh nein, was ist passiert? Wohin des Weges, törichte Prinzessin? Oh, die Hexen. Wir haben dich gefunden, Prinzessin Zelda! Eine Hoffnung für das Volk, die ersticken wie im Keim! Und du wirst nun die Flamme der Verzweiflung entzünden! Das Opfer ist in unserer Hand! Mit dem Zelda vom Antlitz hohen Dorfes getilgt wird! Stirbt die Hoffnung des Volkes und Verzweiflung wird es heimsuchen. Es ist an der Zeit, die Flamme der Qual und der Zerstörung vereinigung sich mit unserem großen Opfer. Mit dem Opfer Zeldas breitet sich im ganzen Land die Verzweiflung aus. Ho, 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 ho. Entflamme die Verzweiflung, erwache Ganon, König des Bösen. Hi. Oh nein, ich hab Zelda nicht beschützen können. Zumindest aktuell noch nicht. Onyx Schloss. Sind tatsächlich im letzten Dungeon angekommen. Wo muss ich denn lang? Überall Wege? Haben wir eine Karte? Tatsächlich, wir haben eine Karte. Oh, unten hätten wir auch schon links und rechts gehen können. Ja gut, das hat jetzt hier einen Kling gemacht. Was ist hier? Hier geht es schon mal nicht weiter. Das heißt, ich bin wieder im ersten Raum. Bedeutet falsch. Der Gegner wieder da.
hauen eh Schaden rein ohne Ende. Vor allem die blauen, die sind gefährlich. Ach man. Grüne bleibt immer gleich. So, wir gehen mal nach oben. Aua. Aber ich mag die Musik, muss ich tatsächlich sagen. So, gehen wir mal weiter höher. Oh mein Gott, was ist das hier? Ja, Bosse, jetzt kommen alle Bosse nochmal. Komm her! Was der aushält. Und er gibt eine Fee. Oh, sind wir richtig? Ich glaube, wir sind richtig. Oh mein Gott. So. Sind wir jetzt bei Onox? Einfach nur nach Süden hoch. Boah, fast wurde Link erwischt von seinem Morgenstern. Hallo? Es ist zu spät, Achilles. Zelda, unser Opfer, ist in unserer Hand. Bald schon kann niemand mehr die Rückkehr von Ganon abwenden. Und Onox wird dein Schicksal besiegeln. Ich ein Wörtchen mitzureden habe. Aua. Ja, wir können... Okay, man muss aufgeladene Schläge machen. Komm her! Boah. Ja. Ah! Denke nicht, ich sei geschlagen. Hältst du diesen Kampf stand? Au! Okay, hab ihn erwischt, aber irgendwas muss ich tun. Au! Oha, es ist heftig. Boah, oben darf ich auf keinen Fall hin. Ich muss irgendwas gegen diesen Kristall tun. Kann das sein, dass ich vielleicht Bomben machen muss? Ne? Ah, man muss mit dem Jahreszeitenstab wegschlagen! Menge Herzen ab, ey. Komm her! Das war's! Den habe ich dich befreit. Was ist da los? Oh nein! Beachtlich! Doch genug der Schmeicheleien! Spüre meine wahre Kraft. Oh mein Gott, was ist das für ein Monster? Twinrover hat mich aus dem Reich der Finsternis herbeigerufen. Erkenne meine wahre Gestalt. Spüre die Macht eines finsteren Drachens. Oh mein Gott, auch noch das. Wow! Ah, okay. So treffe ich ihn. Oh mein Gott. Au! Oh, ich darf mich viel zu viel treffen. Das ist echt schlecht. Ah, Mann! Oh, das wurde ich vielleicht noch getroffen. Oh oh.
hasse diese Feuerflammen, die sind... Ja! Wie viel Herzen der abzieht! Warum heilt er sich nicht, der Link? Nein, ich hätte hochgehen können. Hab ich keinen Ring dabei, der mich... Ich hab keinen Herzring, der mich heilt. Reicht immer noch nicht. Beim Bosskampf nicht, dass der Link sich heilt. Er lebt immer noch. Ah, super. Mein Trank. Kann man gar nicht ausweichen. Oh, der lebt immer noch. Oh. Immer noch nicht vorbei. Ja. Voll erwischt. Oh mein Gott, was macht der jetzt? Oh. Au. Da sind noch andere Moves drauf. Und das. Ich hasse diese Schüsse. Oh, nicht nochmal. Ah, ich hätte nochmal oben bleiben können. Ach, so geht das. Oh. Au. Oh, bin ich doof. Ah, oh, Gott sei Dank lässt er mir nochmal einen Schlag über. Nochmal den Scheiß. Kann da auch nicht drüber fliegen über diese Hand. Der ist einfach zu schnell. Gleich tot, Mann, das gibt's doch nicht. Oh. Ah,
nein! Jedoch deine Bemühungen waren vergebens. Ich hatte Order, den zu fangen. Und wenn Roma die zerstörerische Kraft eines Landes ohne Jahreszeiten auszuliefern, nun wird diese Kraft als Flamme der Zerstörung das Land verzehren. Ah! Das war's, ey, du dummer Drache, ey. Da war ja echt übel. Ein paar Treffer mehr und ich wäre dahin gewesen. Vielen Dank, Achilles. Ich wusste, dass du mich retten kannst. Nun, da ich frei bin, werden die Jahreszeiten wieder normal werden. Hallöchen erstmal, liebe Zuschauer, wie geht's euch? Finrofer hat Onyx und Veran aus der Dunkelheit erweckt. Ihre Mission war es, die Essenzen der Natur und der Zeit ins Chaos zu stürzen. Beinahe hätten sie Finrofer die Qual, die Verzweiflung und die Zerstörung des Volkes ermöglicht. Doch es ist doch nicht beendet. Finrofer hat Zelda, gehe zu ihr, schnell! Ich wittere etwas furchtbar Böses. Es ist an der Zeit. Oh ne, die Flammen. Oh, ho, 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 ho. Die Flamme der Verzweiflung lodert hell. Dank Veran und Onyx benennen die Flammen der Qual, der Zerstörung bereits. Und durch Zeldas Gefangennahme gab es uns dieses törichte Menschenvolk seine Verzweiflung. Oh, Flammen der Verzweiflung, der Zerstörung und der Qual, speist euer Feuer an unserem bösen Wirken. Komme, komme, folge dem Licht der drei Flammen, komme aus dem dunkelsten Tiefen hervor. Er stehe auf, Ganon, König der Gerudos! Viel Glück, Achilles, nur du kannst Finrofer besiegen. Die Kräfte der acht Essenzen werden dir dabei helfen. Deinen Körper durchströmt eine mystische Kraft. Da, links eine Power! Ich werde dir helfen. Nairu, oh Held der Essenzen, erinnerst du dich an Nairu, das Orakel der Zeiten? Du hast Onyx besiegt, doch noch sind Finrofers Pläne nicht gescheitert. Spute dich, die Rückkehr des Königs des Bösen ist nahe. Die Macht der Orakel wird dich zu Prinzessin Zelda führen. Bezwinge Finrofer, um die Auferstehung Ganons zu verhindern. Du wirst es schaffen, Achilles, du musst... Möge der göttliche Schutz des Triforce mit dir sein, o junger Held der Essenzen der Natur und der Zeit! Oh, okay, jetzt wird es richtig hart. Jetzt sind wir hier, meine Güte. Boah. Okay, Leute, das war's auch mit diesem Part. Beim nächsten Mal geht's weiter mit Twinrover. Ein heftiger Kampf steht uns bevor und wir sehen uns zum nächsten Part. Bis denn!